Jakob Jancher, erstes Tor und gleich was für eines. Ja, hat mich schon gefreut, eben das erste Pflichtspieltor für den FC Luzern war. War ein schönes Tor, aber jetzt nicht überzubewerten. Ich hoffe natürlich, dass ich jetzt auch vielleicht am Samstag das erste Mal anschreiben kann in der Meisterschaft und dass wir da auch in der Meisterschaft jetzt die ersten drei Punkte holen. Was aber auffällt, die Automatismen funktionieren. Vor allem mit Claudio Lustenberger hast du ziemlich viel Druck entwickelt über deine Seite. Ja, ich denke, dass die ganze Mannschaft jetzt immer besser harmoniert. Also das dauert natürlich immer ein bisschen Zeit, weil viele neue Spieler jetzt dazugekommen sind. Das dauert natürlich dann immer ein bisschen Zeit, bis die Spieler dann so drin sind oder das Spielsystem so verinnerlicht haben. Aber ich denke, dass das jetzt immer besser und besser wird und auch, dass das Spiel jetzt am Samstag für uns, glaube ich, ganz wichtig war, auch wenn es ein Amateur-Team war. Aber auch bei solchen Spielen ist es wichtig, dass man dann Automatismen zeigt und dass wir Chancen kreieren und diese Tore dann auch erzielen. Nun kommt es zum großen Derby gegen den Nachbarn aus Aarau. Du bist dir bewusst über die Wichtigkeit dieses Spiels für den FC Luzern? Ja, natürlich. Also ich weiß, dass es für den Verein, für die Spieler und für die Fans ein sehr interessantes Spiel ist. Und ja, ich hoffe natürlich, dass viele Zuschauer kommen, dass sie uns tatkräftig unterstützen und dass wir dann am Samstag eine gute Leistung zeigen und das Spiel gegen Aarau gewinnen. Und jetzt der erste Sieg hat man gelandet in der neuen Saison. Also alles parat für den ersten Sieg in der Meisterschaft. Ja, ich denke, also jetzt, wie gesagt, war es für uns wichtig, dass man auch sehen kann, okay, du gewinnst ein Spiel so eindeutig. Im Cup ist das dann auch immer eine eigene Sache, aber ich denke, dass wir das sehr gut gemeistert haben. Und ja, jetzt ist eben wichtig, dass wir sagen, okay, wir nehmen den Schwung mit, auch in die Meisterschaft. Und gerade jetzt, denke ich, vor so einer Pause, Länderspielpause, wäre es vielleicht wichtig, oder ist es wichtig, dass du auch da in der Meisterschaft drei Punkte holst. Du hast es angesprochen, Länderspielpause. Du selber bist zwar nicht im Aufgebot, aber auf Pique, also auch da, machst du Fortschritte. Ja, also wäre natürlich schön gewesen, wenn ich dabei gewesen wäre, aber ja, jetzt ist für mich mal wichtig, dass wir mit dem FC Luzern oder jetzt am Samstag das Spiel gewinnen und alles Weitere wird sich dann in Zukunft ergeben. Luzern 1, Aarau. Hey Adi, der Match ist erst am Samstag. FC Luzern gegen Aarau. Den Samstag ab der 8. in der Swisspor Arena. Präsentiert von Swisspor, Swiss Life, Eichhof, Amberg, Kyocera, dem Ausrüster Adidas, Radio Pilatus und dem Hauptsponsor Ottos.